Während der Heideblütezeit, grob geschätzt zwischen Anfang August und Anfang September, bietet die Natur beeindruckende Farben, was an speziellen Pflanzenarten liegt, Arten von Erika, die auf nährstoffarmen sandigen Böden gut gedeihen. Um das zu sehen, muss man gar nicht in die Lüneburger Heide reisen, denn solche Heideflächen gibt es in unserer Nähe auch. Mal etwas übersichtlicher und mal etwas größer. Zum Beispiel die Wacholderheide im Naturschutzgebiet Losen Berge. Historisch, natürlich und ein wenig magisch. Wilde Wacholderheiden findet man heute nur noch in Naturschutzgebieten, wie diese hier, zwischen Schermbeck und Wesel, genauer gesagt in Schermbeck-Damm. Sie liegt etwas versteckt in einem Waldgebiet und ist etwa 13 Hektar groß. Man erreicht sie aus verschiedenen Richtungen, wobei ein schöner Spaziergang von Hünxe aus möglich ist.